Hallo und herzlich willkommen zu Average Gaming. Heute auf der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings. Und Junge, Junge, das sollte für mich eine ganz schön große Herausforderung sein. Die Grand Prix-Strecke des Nürburgrings ist doch sehr, sehr anspruchsvoll. Technisch anspruchsvoll. Und mit technisch anspruchsvollen Strecken habe ich es ja bekanntlich nicht allzu sehr. Jetzt starten wir mal direkt rein in das erste Rennen, das ich hier gefahren habe. Und da werde ich gleich durchgereicht von Startplatz 11 auf Platz, ja, mittlerweile 14. Und es läuft gar nicht gut. Ich werde links gerempelt, rechts gerempelt, rausgeschoben. Jetzt bin ich auf Platz 16 schon. Und vor mir ist auch einiges los. Da stellt sich der erste quer. Junge, Junge, Junge. Also ich bin nicht der Einzige, der hier so seine Probleme hat, aber ich fahre immerhin etwas defensiver und Tomla fährt gar nicht defensiv. Da knallt er den ersten raus, da nimmt er sich Svenny vor, macht ganze Arbeit, leistet er da und ja, dann schiebt er sich in mich rein und ich bekomme verdientermaßen dafür die Höchststrafe. 4 Sekunden Zeitstrafe dafür, dass ich meine Rennlinie gefahren habe. Schauen wir nochmal, da räumt er den ersten ab. Jetzt stellt sie ihn quer, dann schiebt er ein bisschen raus, dann haut er den zweiten raus, wieder ein bisschen quer, kriegt 4 Sekunden Zeitstrafe, verdientermaßen. Und jetzt kommt er aus dem Bildrand und räumt Svenny weg, aber ganze Arbeit leistet er da, rums. Und ja, jetzt geht er dann quer rein und will dann da noch ordentlich was leisten. Ich fahre ganz einfach nur meine Linie. Und ja, dafür, ja, da kriege ich es noch von hinten reingeknallt. Immerhin ein kleiner Boost. Ja, Flat 6 hat das verbrochen. Und ja, hier gleich zum nächsten Mal. Da touchiert er mich, das stellt mich quer. Und ja, dadurch mache ich einen kleinen Ausflug in den Rallye-Sektor. Alles sehr, sehr unerfreulich. Sehr, sehr unerfreulich, muss ich sagen. Also Platz 14 plus 4 Sekunden Zeitstrafe on top. Ja, und aufgrund dessen habe ich die Notwendigkeit gesehen, hier nochmal ins Time Trial zu gehen, um meine Rundenzeit etwas zu verbessern, damit ich nicht ganz so sehr im Gedränge und Geschubse starten muss. Hier die erste Kurve, die ist schon schwierig. Aber die habe ich ganz okay genommen und ja, hier ist auch immer schwierig, den richtigen Beschleunigungszeitpunkt zu treffen. Dann muss man aus der Beschleunigung direkt wieder runterbremsen, um diese Kurvenkombination gut nehmen zu können. Ich treffe den Scheitelpunkt nicht ideal, nimm nicht ganz so viel Tempo mit raus aus der Kurve, wie ich es hätte tun können im Idealfall. Ja, so ist das halt. Die kann man relativ schnell fahren, diese Kurve. Und hier wieder relativ langsam durch, aber auch da habe ich nicht genug Schwung mitgenommen. Das hätte durchaus etwas zügiger ablaufen können. Also auch hier meine persönliche Bestzeit ist auch, also jenseits von Gut und Böse, ist auch nicht wirklich gut. Das verhilft mir im nächsten Rennen zu einem etwas besseren Startplatz. Ihr wisst ja, ich kann mir Streckennamen nie merken, also Kurvennamen, Entschuldigung. Ja, aber hier bekommt man ja ein bisschen Unterstützung. Also das würde ich mir für jede Kurve wünschen. Einfach ein großes Schild, auf dem der Name der Kurve steht. Dann könnte ich auch öfter mal die Namen der Kurven droppen. Aber ja, wie ihr wisst, also pro Strecke kann ich mir höchstens mal den Namen einer Kurve merken. Das ist doch ein bisschen was anderes als bei anderen YouTubern, die dann immer gleich kommentieren, wie heißt diese Kurve hier ins Senna S und da ins Schumacher S und hier fahre ich jetzt die Tombola und da ab ins Karussell und hier ist der Flugplatz. Nee, das kriegt ihr bei mir nicht geliefert. Ich sag dann immer hier diese Kurve und dann hier diese scharfe Kurve. Naja, egal. 1:58.806 ist hier jetzt meine persönliche Bestzeit. Also ja. Ne, was soll ich dazu sagen? Immerhin Startplatz 7 im nächsten Rennen, im zweiten Rennen auf der Grand Prix-Strecke. Und ja, schauen wir doch mal, ob das jetzt ein klein wenig besser abläuft. Ich habe wenig Hoffnung. Es war nicht so schön. Es war insgesamt keine so schöne Session. Beide Rennen haben mich jetzt nicht zu Jubelstürmen hingerissen.
Aber jetzt starten wir erstmal hier ins Rennen und schauen mal, wie die ersten Kurven ablaufen, ob das ein bisschen besser wird als zuletzt. Da werden gleich einige weggekegelt. Ich habe einen Platz gut machen können, bin jetzt auf Position 6. Startplatz 7 hatte ich ursprünglich inne und habe hier Kaido Husky schon vor mir, den ich auch, den ich nicht attackieren kann, denn da kommt Sadalimi und zieht an mir vorbei. Und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen mehr Abstand, 4/10 knapp auf Kaido Husky. Und dann kommt schon der nächste, der mich überholt. Allerdings überholt er mich nicht, ohne mich nicht vorher ein wenig rauszuschieben. Ja, so hat jeder seine Ziele und seine persönliche Fahrweise. Nicht so schön gewesen, das Ganze. Aber ich habe am Anfang auch ein wenig rumgerumpelt. Also ja, passiert halt nun mal. Jetzt werde ich hier gleich von zwei BMWs angegangen. Und ganz BMW-typisch kennen die auch keine Gnade mit mir. Mittlerweile Position 15, auf der ich mich hier befinde. Vorletzter. Und der Letzte sitzt mir schon im Nacken. Ja, mal schauen, wie es so weiterläuft. Ne? Aber ist ja manchmal auch ganz schön, das Feld von hinten aufzäumen zu können. Das Feld aufzäumen, ja, oder das Pferd, je nachdem. Jedenfalls hat der Kollege vor mir, der High Voltage, eine Zeitstrafe abgesessen. Da konnte ich ihn kampflos überholen. Das hat dann auch was Gutes, denn hier wirklich saubere Überholmanöver zu fahren, also da die Hoffnung, das kann ich mir mal direkt abschminken, würde ich meinen. Joey hat mich hier raketenmäßig überholt. Und ja, da quietschen die Reifen und die Qualmwolken stieben hoch. Jetzt haben wir hier doch ein etwas enger gedrängtes Feld und hier gehen wir jetzt zu dritt nebeneinander in die erste Kurve. Da wird Joey gnadenlos rausgeschossen. Den werde ich jetzt so bald nicht wiedersehen und wieder im Zweikampf mit einem BMW. Scotzi, der hat auch gleich 4 Sekunden Zeitstrafe kassiert für seine Torpedoaktion. Mensch, da war ich nicht der Einzige, der hier Grund zur Klage hat. Ich gebe jetzt leider Scotzi auch einen kleinen Rempler mit. Eigentlich ja nicht so meiner Art. Ich lasse ihn auch hier wieder vorbeiziehen. Insgesamt behaken wir uns aber ganz gut und auch verhältnismäßig fair, würde ich meinen. Und hier trägt sie dann raus und so kann ich dann mal vernünftig überholen, ohne dass es hier zum Lacktausch kommt. Mein Auto ist, glaube ich, auch schon ringsum verbeult genug. Das reicht auch erstmal. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier irgendwie einen Rhythmus finden, in die Pace finden. Wir sind jetzt in Runde 2 gesprungen. Die enge Kurvenschikane hier, da verliere ich immer gerne ein bisschen Zeit. Kaido Husky hat hier aber auch viel Zeit verloren. Da blockiert er Kun Benoit und das ja, hilft mir nicht viel, weil ich nicht an ihm vorbeikomme. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht gelingt es ja hier auf der langen Geraden, dass ich mich im Windschatten an ihm vorbeisaugen kann. Ich bremse ein bisschen später, aber klappt nicht. Und auch der Good Old Switcheroo gelingt mir nicht, da mir Benoit den Weg zur Innenseite dann leider doch versperrt. Und hier trägt sie ihn etwas weit raus, dadurch verliert er ein bisschen Zeit und ich kann versuchen, hier innen reinzustechen, aber auch das bleibt ohne Erfolg. Und hier nehme ich jetzt aber die engere Linie und habe ihn endlich überholt. Jetzt gilt es, Meter und Sekunden auf Kaido Husky gut zu machen und vor allem mich nicht von hinten allzu sehr attackieren zu lassen. High Voltage drängt nämlich schon. Ich habe aber hier den Kurvenausgang relativ gut erwischt. Trotzdem kommt er immer näher ran. Ich bremse hier einigermaßen gut auf die Kurve an und nehme sie auch schön eng. Das ist schon mal einigermaßen gut gelaufen, möchte ich meinen. Und jetzt kommen wir hier zu den Schumacher-Essen. Zum Schumacher S, das ist wahrscheinlich nur ein S und das habe ich doch sehr, sehr mittelmäßig genommen. Also diese Strecke
ist mir noch zu anspruchsvoll. Ich werde hier noch einige Runden mehr drehen müssen, um die richtigen Bremspunkte zu finden und auch die richtigen Punkte zum Rausbeschleunigen. Denn hier ist wirklich das A und O, dass man nicht zu schnell in die Kurven reingeht, um dann gut Tempo aus den Kurven rausnehmen zu können, also raus beschleunigen zu können, um dann auf den anschließenden langen Geraden auch entsprechend Zeit gut zu machen. Mein Fehler hingegen meistens, ich gehe zu schnell rein und komme dann nur sehr langsam wieder raus aus den Kurven. Jetzt aber erstmal den Boxenstopp in Angriff nehmen. Recht früh, da ich hier auf den harten Reifen unterwegs war, für den Anfang. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen Zeit gekostet und Positionen hat es mich mit Sicherheit gekostet. Jetzt gehe ich auf die schnelleren Mediums und vielleicht wird mir das ja helfen, ein bisschen was wieder gut zu machen. Ich mache also hier den Undercut und gehe früher als die anderen in die Box, versuche jetzt Zeit gut zu machen und möglichst viele Fahrer zu überholen, während die dann ihrerseits ihren Boxenstopp absolvieren. Also mal schauen, wie das hier vonstatten geht, ob mir das gelingen soll, ein paar Plätze zumindest gut zu machen. Ich finde, diese Kurvenkombination habe ich hier auch ganz passabel genommen wieder. Und wir springen jetzt mal in die fünfte Runde. Da sitzt Kaido Husky eine Zeitstrafe ab und ich kann ihn überholen. Bin mittlerweile auf Position 12 vorgearbeitet. Und ich habe mich mittlerweile auf Position 12 vorgearbeitet. Das ist ganz gut, aber äußerst zäh. Ihr seht, also ich war zwischendurch mal schlechteste Position 15, habe jetzt innerhalb von 5 Runden 3 Positionen gut gemacht. Das geht sich nicht allzu gut an. High Voltage ist hier in der Box, habe ich jetzt auch überholen können. Immerhin jetzt Position 11. Das ist ja schon mal was. Ich würde doch gerne unter die ersten 10 kommen. Das würde mich dann doch einigermaßen milde stimmen, so dass ich mich dann nicht in den Schlaf weinen muss nach diesem Rennen. Und hier harter Zweikampf mit Kaido Husky. Er versucht es über die Außenlinie und schafft es tatsächlich. Gegen einen Fahrer wie mich ist das machbar. Gegen bessere Fahrer hat man nur sehr wenig Chancen, über die Außenlinie tatsächlich zu überholen. Und jetzt habe ich einen weiteren Fahrer überholt, der in der Box war. Also gegen zwei Fahrer ist mir der Undercut schon gelungen. Und hier hat es ordentlich gerumst mit Kaido Husky. Ich lasse ihn wieder ziehen, da ich ihn tatsächlich fies gerammt habe in der ersten Kurve. Das war nicht meine Absicht, ist schief gelaufen. Fahrfehler meinerseits und insofern habe ich ihn dann jetzt natürlich vor mir fahren lassen. Habe hier nicht die Gelegenheit wahrgenommen, ihn da zu überholen mit diesem rumpeligen Torpedomanöver, das ich da abgezogen habe. Aber ja, ein paar Kurven später trägt sie ihn dann zu weit raus, sodass ich ihn dann letztlich doch überholen kann. Jetzt bin ich mittlerweile auf Position 9 vorgerückt. Aber wir haben jede Menge Abstand auf Position 8, über 10 Sekunden. Also das sieht nicht so gut aus. Wir befinden uns in Runde 7. Es verbleiben also noch gute 3 Runden. Gleich sind es exakt 3 Runden, die wir dann noch haben. Wir fahren jetzt auf die Zielgerade. Und ja, Mensch, Scotty in der Box tatsächlich. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Dann sind es jetzt also mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, 3 Fahrer, bei denen ich den Undercut habe erfolgreich absolvieren können. Das ist ganz schön. Und ich glaube, Undercut ist der richtige Begriff, wenn man vor den anderen in die Box geht. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich hier die Begrifflichkeiten durcheinander bringe. Ich bin ja, wie gesagt, Anfänger. Und ja, jetzt überqueren wir die Ziellinie und sind aufgrund einer Zeitstrafe von John tatsächlich noch auf Platz 7 gelandet. Also zwischenzeitlich Platz 15. Jetzt sind wir zurück auf unserem ursprünglichen Startplatz durchs Ziel gegangen, Platz 7 zum Abschluss. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Damit lässt sich leben. Das bringt tatsächlich auch ein paar Punkte im Driver-Rating, wenn ich mich nicht irre. Und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut und tschüss.